Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Beim letzten Mal haben wir eine weitere Ausgrabung, ein weiteres Grabmal erkundet und eine neue Fähigkeit bekommen. Wache Augen, mit dem wir Fallen schneller entdecken können, beziehungsweise überhaupt entdecken können in diesem Überlebensinstinkt. Gut, jetzt wollen wir aber mal aus dieser Höhle raus. Wir sind da einfach irgendwie reingestolpert nach dem letzten Part. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ein Grab ist oder sowas. Ich dachte einfach nur, dass wir irgendwie noch Bonus-Loot... Ach Gott, Lara, Lara. Lara, bitte, mach doch einfach mal das, was man von dir will. Ja, es ist immer der Spieler, der doof ist, nicht das Spiel, ne? Meistens jedenfalls. So, dann weiter da hochklettern. Und dann sollten wir eigentlich schon draußen sein, schätze ich. Da ist nämlich ziemlich hell. Aha. Zack. Und... Ja. Yeah. Sind wir jetzt... Es ging noch irgendwo oben lang. Ach so, das war das, was wir im letzten Part uns gemerkt haben, als da geht es noch oben lang. Alles klar. Gut, dann hätten wir das auch schon geklärt. Sind hier Goldbarren? Das sind Goldbarren, oder? Lara nimmt das Gold mit. Gold, 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 Gold. Okay, und dann können wir hier rüber. Zack. Ja, und dann ist das ein an sich geschlossenes Grabmal gewesen. Sehr, sehr cool. Dann sind wir hier aber auch schon eigentlich wieder raus. Wir müssen nur hier durch die Mine so ein bisschen durchfuchteln, wuscheln, wuscheln, bla bla bla, weiß ich. Irgendwas müssen wir mit der Mine machen. So, wir haben unendlich Papier. Naja, zu viel Papier aktuell. Schwimm schneller, junge Frau. Los. Dankeschön. Und dann können wir hier wieder rausgehen, denn unsere eigentliche Aufgabe ist es immer noch, zu Jacob, beziehungsweise zu Jacobs Dorf zu kommen. Kann auch nicht so schwierig sein. Wie lange brauchen wir denn dafür? Na gut, wenn man sich die ganze Zeit ablenken lässt, dann wird es auch nichts. Zack. Aber es ist ja eine schöne Ablenkung. Das ist ja das Gute. Mehr Schätze, mehr Sachen, mehr Fähigkeiten. Mehr, 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 mehr. Okay. Da geht's hoch. Dann geht's hier hoch. Sehr cool. So. 1, 2, 3. Und hier noch hoch. Aha. Und da sind wir rausgekommen, hä? Ich meine schon. Ich meine schon, dass wir hier an dieser Stelle rausgekommen sind. Wir hatten noch einen Branch im Tunnel nicht begangen. Aber ich glaube, den hatten wir dann auch noch gemacht. Im Verlaufe. Ich blende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Bleib halt direkt neben dem Uran stehen. Okay. Dieses Grab haben wir erfolgreich. Sehr, sehr erfolgreich, möchte ich meinen. Abgeschlossen. Vielleicht liegt da noch was, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Was ist da denn? Wand. Ach nein. Sag bloß nicht, ich habe ganz... es ist gut möglich. Ich mache mal einen Schatzjäger-Part. Kann sein, dass ich da jetzt ein Wandgemälde einfach übersehen habe, aber... Auch ich sehe nicht immer alles. Ich sehe zwar eine ganze Menge, aber auch nicht immer alles. So. Ich sehe zum Beispiel, dass hier eine Türe ist, die wir aufmachen können. Und das tun wir auch. Zack, aufgemacht. Und hier ist Loot. Loot, Loot, Loot. Und hier ist noch mehr Loot. Und hier hängt ein Spiegel oder... Oder ja, ein Spiegel oder eine Metallplatte. Die durch das Gedöns backt. Macht nichts. Kann mal passieren. Welt ist nicht perfekt. So, hier geht's dann aber hoch. Da hatten wir mittlerweile erkundet. Ne, hier hatten wir noch nicht erkundet. Haben wir dieses Ding auf unserer Karte? Nein, haben wir nicht. Noch ein sowjetisches Schild. Okay. Hier haben wir auch noch was. Und aufgeschlossen. Aber unsere Giftpfeile sind schon voll. Gut. Oh. Hier sind noch Pilze. Warum auch immer hier Pilze liegen. Und hier war noch irgendwo ein Relikt. Oder? Was ist denn hier? Hm? Hm? Nicht? Okay. Ja, wir werden sowieso hundertprozentig nochmal hierhin zurückkehren müssen. Also wir haben eine ganze Menge hier übersehen wahrscheinlich. Ja, da war gerade auch noch was, aber ich glaube, das können wir gar nicht mehr aufnehmen. Das ist aber typisch eigentlich, dass man nicht immer alles mitnehmen kann. Wir werden auf jeden Fall alles mitnehmen, wir werden 100% machen. Aber nicht in diesem Part. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Hallo? Spiel? Wo müssen wir denn... Nee, hier müssten wir gar nicht hin, ne?
Wir mussten irgendwo noch weiter, genau hier lang. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Hier lang, zack. Und dran geschwungen. Dö. Indiana Jones-like. Hoppala. Na, festhalten bitte. Und dann eben hier rüber gehen. Dup-di-dup-di-du. Und hier hoch. Das ist immer noch, wenn man es genau nimmt, unser erstes Gebiet, ne? Das ist immer noch unser erstes Gebiet. Das möchte ich nochmal kurz anmerken. Klar hatten wir jetzt hier Untergebiete wie die Sowjetanlage und so, aber das ist immer noch, auch wenn man auf die Karte guckt mal, ist das immer noch unser erstes Gebiet. Das ist riesig. Es ist wirklich riesig. Aber wir haben mittlerweile alle Gräber in diesem Gebiet. Wir haben fast alle Missionen abgeschlossen. Die letzte kennen wir aber noch. Uns fehlen noch ein paar normale Herausforderungen. Nee, Quatsch. Ja, Missionen, aber Herausforderungen fehlen uns noch ein paar. Eine davon kennen wir und die letzte Mission kennen wir nicht. Wir haben 9 von 14 Truhen, wir haben keine Kryptschätze. Keine Kryptaschätze. Was auch immer Kryptaschätze sind, das finden wir wahrscheinlich auch noch raus. Wir haben 15 von 18 Relikten, wir haben 18 von 26 Dokumenten und den Rest könnt ihr erlesen. Die Münzverstecke fehlen auch noch, also wir werden hier auf jeden Fall noch ein... Aber das ist auch das Einzige, wo uns noch was fehlt, ne? Nee, Quatsch, uns fehlt hier noch was, hier unten, genau, aber ich weiß genau, wo das ist. Und sonst haben wir alles 100% bis jetzt. Also ich bin sehr zufrieden. Sehr, sehr, sehr zufrieden, was die 100%-Quote angeht. Denn das ist ja auch unser Ziel dieses Let's Plays. Wir wollen jetzt ja das ganze Spiel kennenlernen. Also mit allen Geheimnissen. Und vielleicht auch dem einen oder anderen von euch zu helfen, der eine bestimmte Münze sucht noch oder irgendwas Bestimmtes sucht. Weiter hoch, hm? Ja. Nicht in die Nägel greifen, Lara. Sehr gut. Das wäre mir hier schon zu risky. Da würde ich schon sagen, nope. Nope, nope, nope. Zack, noch eine weiter. Und dann sind wir gleich oben. Sehr schön. Und dann vielleicht nicht runterfallen. Das wäre auch sehr schön. Und hier lang. Und wir sind wieder da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Fast, denn wir müssen noch hier lang. Und zack. Yeah. Hui. So, können wir damit eigentlich... Warum fängt jetzt wieder die Kampfmusik an? Ich habe hier doch schon alle besiegt. Leute, aktualisiert mal eure Stats, bitch. Okay. Okay, da war der Weg zurück. Dann springen wir mal hier lang, einfach weil es gerade da ist. Oh, okay. Wir müssen hier so oder so springen. Um auf die andere Seite zu kommen. Hüpft. Das hat geklappt. Und noch Munition. Das passt halt jetzt voll nicht, ne? So entspanntes Suchen und dann... Oh, Kampfmusik! Okay. Vielleicht sind hier ja doch noch irgendwo Gegner und wir müssen ein bisschen vorsichtiger agieren, aber aktuell sehe ich keine. Oh, wir haben noch ein Buch. Okay. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten, aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Oh weia, also ist doch was in den Bergen. Aber das ist ja das, was wir die ganze Zeit schon, naja, vermuten. Lara weiß es ja oder glaubt es zu wissen, dass sie weiß, dass da was ist. Okay, hier... Voll Action gemacht hier. Okay, hier geht's mal noch hoch. Vielleicht ist hier ja doch noch irgendwo ein Feind, wie gesagt. Durchaus möglich. Ach, sieht so geil aus mit dem Licht, was auch hier durch diese... Holy shit. Okay, haben wir hier denn noch was? Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Missionskiste und einen Lockable-Schrank. Ein Unlockable-Schrank wohl eher. Nice. Und was ist hier drin? Giftpfeile, die wir voll haben. Aber hier geht's hoch. Hüpf. Hüpf, Lara, hüpf. Wo geht's hier lang? Irgendwie so da rein, ne? Aber das ist auch nur Backtracking dann an dieser Stelle. Da geht's auch noch irgendwie lang. Aber hier geht's auch noch hoch. Das ist gerade wieder ein bisschen verwirrend alles. Gibt's viel zu viele Wege. Hallo. Oh. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das.
Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Gut, den Herrn verfolgen wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Und allein der Fakt, dass wir hier sehen, was er schreibt, heißt ja schon nichts Gutes. Da ist aber noch ein Relikt. Fick dich, das nehme ich jetzt mit. Ja. Ich glaube, so war es nicht gedacht. Aber trotzdem, wir haben ein Relikt gefunden. Die Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Mhm, da oben war noch was. Aha. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. Oh, alles klar. Okay, hier ist noch Loot, 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 Loot. Und hier können wir wahrscheinlich wieder... Oh, warte mal, hier ist ein Schloss. Das können wir wahrscheinlich erst wegmachen, wenn wir da eine Flasche hingeworfen haben, welche wir ja auch dabei haben. Sehen wir das so? Das würden wir auch sehen, ne? Oh, da liegt noch ein Poster, ja dann. Cool. 3 von 7 Postern. Die habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr oft beobachtet. Also nicht mehr so sehr drauf geachtet. Was ein großer Fehler ist, denn wir werden hier auf jeden Fall nochmal hinkommen müssen. Das erinnert mich zu sehr an Indiana Jones. Lara, sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen da! Jacob! Mist! Mist! Sie sind schon drin. Oh weia, dann müssen wir jetzt schnell, um Jacob zu befreien. Repetiergewehr. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Warten wir ihn auf. Wer hat den Schnappbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus dem Spiel. Okay. Ja, den letzten Meldungen den Dürren unmittelbar danach muss. Das nervt gerade wirklich, muss ich wirklich sagen. Das ganze. Oh ja, machen wir so eine Bombe wieder. Die ganzen Bum-Bum-Bum-Trommeln machen gerade echt eigentlich noch alles schlimmer. Zack. Boom. Jetzt spielen sie sogar doppelt. Holy shit, ich glaube, das ist gerade ein kleiner Bug. Okay. Ja, gut. Wo ist der Safe hin? Achso, er steht ja da. Ich würde den Safe gern aufmachen, wenn ich ehrlich bin. Ja, für euch mache ich die Musik einfach ein bisschen leiser, weil das stört halt übelst gerade. Dass da alles doppelt und dreifach ist. Ich bin sogar fast dazu geneigt. Mal ganz kurz. Nee, komm, machen wir weiter. Machen wir weiter. Nehmen uns so eine Flasche mit. Am letzten Mal wurde es auch gegangen quasi. Und stellen hier raus. Das sieht sehr nach Gas aus. War es Gas? Möglich. Aber auch wenn es kein Gas war, wir kommen trotzdem mit durch. Gas, leicht Gas, leicht mit Feuer, springe ich noch entfachen. Ja gut, es war doch Gas. Kann ich ihn anvisieren hier irgendwie? Ich weiß nicht wie. Warte mal, ich möchte mal ganz kurz gucken. Upsala, falscher Knopf. Nee, warte, richtiger Knopf. Warte mal, war das hier? Überlebensgeist, Speicherpunkt neu laden. Ja, wir schneiden mal ganz kurz. Wir schneiden mal ganz kurz. Wenn ich daran denke, das zu schneiden. Wenn nicht, dann hallo. Bin ich jetzt ganz unten wieder oder wo bin ich gerade? Ach nein, ich bin einfach nur vom Safe. Ohne nervige Musik. Sehr gut. Ja gut, dann schneide ich das nicht. Das war halt jetzt nicht wirklich lange. Also das waren 2 Sekunden. Ah Gott. Das hat halt wirklich genervt mit dem Sound die ganze Zeit. Gut. Ich will eigentlich nur mal ganz kurz in meine Fähigkeit rein. Weltkarte, Dokumente, Relikte, Ressourcen. Okay, schade. Ich würde mir gerne nochmal angucken, wie das mit dem Multi-Anvisieren geht, weißt du? Da ist auch noch Stuff und das können wir da tot machen. Sehr gut. Und zack. Nice.
Jetzt setzt die Musik zwar wieder ein, aber halt nur einmal. Eben war die auch doppelt zu hören. So. Zack. Ah, jetzt hört man auch so einen kleinen Chor dabei. Wie cool. Ich setze jetzt mal einen Pfeil in die Fresse. Oh, das war knapp. Das war gut. Oh, da ist noch einer. Zack. Alle weggeheadshottet. Ich liebe die ich liebe Pfeil und Bogen. Es macht so viel Spaß, damit zu kämpfen. Nice. Nice. Money, 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 Munition. Oh, eine Springfeder. Cool, die brauchen wir. Aua, aua. Holy shit. Okay, ich gehe ja nicht mehr dahin spielen. Alles in Ordnung. Aber weiter da hoch gehen wir auf jeden Fall. Oh, da war noch ein Gasleck. Oh oh. Ja, schmeiß halt eine Granate ins Grasleck. Überhaupt gar kein Problem. Vorsicht, hier geht gleich alles hoch. Schmeiß eine Granate. Okay, ich glaube tatsächlich, dass wir uns hier vielleicht ein bisschen beeilen sollten. Ja, das wäre ganz gut. Vielleicht wollt ihr mich rauslassen? Okay, erstmal heilen. Und dann bist du dran. Kommst du hoch? Ja, sehr gut, danke. Dass sie alle so helfen, ne? Das finde ich nett. Okay. Wir wollen natürlich auch alle looten. Hier ist noch ein Gasleck. Schön, das hätten wir, da hätten wir den Generator einfach anschießen können. Also den, der da links steht, einfach. Aha. Aha. Du Sack. Dich habe ich gesehen. Nimm mal die Flasche mit. So, zack. Einmal durch den ganzen Gedöns hier. Noch ein bisschen mehr Feuer, oder? Ich meine, das verbrennt sowieso rein theoretisch, aber... So, fehlen nur noch 3 Plakate. Aber ich weiß halt nicht mal, wo eins davon ist. Hier ist bestimmt auch noch irgendwo eins versteckt. Das wette ich. Und ich finde es nicht. Das wette ich auch. Kann ich da hoch? Nein, natürlich nicht. Okay. Also hoch schon, aber nicht lang. War hier jetzt noch was? Könnte man von hier irgendwas sehen? Nö. Oh Gott! Ja, du kannst erstmal verbrennen, kannst du. Tschüss. Die sind beide verbrennt. Oh oh. Okay, ihr habt keine Gasmasken, oder? Das ist so meine beste Waffe gegen alle Feinde, die so ein bisschen bewaffneter sind. Einfach Giftfall rein und gut ist. Die sind mega OP. Man muss nur wissen, wie man welchen tötet. Ja, was bringen die Schilde, wenn Giftgas kommt, weißt du? Dann können die auch nichts mehr machen. Gut, einfach mal ganz kurz umgucken wegen Poster. Poster, 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 Poster. Wir werden wahrscheinlich später in die brennenden Ruinen zurückkommen können. Also da gehe ich jetzt gerade noch von aus. Hier sieht auch sehr nach Gasleck aus. Ja, Gasleck an dieser Stelle. Ich wollte nur mal gucken, ob ich recht hatte. Hier kommen wir lang. Wir nehmen einfach eine Flasche mit, ne? Tut ja keinem weh. Holz. Holz. Hier lang können wir aber nicht, oder? Leider nein, leider gar nicht. Aber wir können weiter hoch. Und gucken, ob hier irgendwie... Ich sehe aber immer noch kein Poster, ha? Siehst du eins? Nee, ich auch nicht. Tschüss. Ja, wir hätten die wahrscheinlich mitnehmen können. Und das ist die Stelle, an der ich ein Poster sehe und mich frage, warum ich das Ding gerade weggeworfen habe. Nein, kein Poster. Okay, aber wir können hier eine Verbindung herstellen, was sehr cool ist. Zack, zack. Und go, go, Power Rangers. Warte, wo wollen wir langspringen? Vielleicht soll ich mir vorher Gedanken machen, wo ich dann überhaupt hinspringe, bevor ich losspringe. Das wäre eine Idee. Denn ganz zum Schluss hatte ich noch gesehen, dass da was ist. Und zwar direkt da drunter. Aber da müssen wir halt dran springen. Ah, das untere Seil da, meine ich. Zack. Und dann ans untere Seil. Sehr gut. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein.
Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Verlassene Minen. Uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Warte mal. Was haben Sie hier unten gefunden? Okay, gehen wir erstmal. Um sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Moment, die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich dabei. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier gefangen. Hey, hier drüben haben wir schwere Schäden. Ich glaube nicht, dass der Tunnel stabil ist. Hey! Jacob! Sophia! Die Trinity ist hier! Trinity. Die Idioten. Okay. Wir müssen abhauen und die Maschine irgendwie stoppen. Oh Gott. Wer ist das da drüben? Da drüben war jemand. Oh Gott. Okay, wir müssen rechts lang. Oh Gott, Trinity. Was sind das denn für Idioten? Jacob. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Oh nein. Das ist nicht gut. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann! Okay, okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß, lasst mich! Guckt mal, was versucht! Okay, den haben wir. Das bemerkst du, nachdem zwei deiner Kumpanen tot sind. Nope. Oh, upsala. Oh, oh. Nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Ich habe nämlich auch noch schwere Waffen, mein Freund. Das war trotzdem ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Okay, können wir neue Pfeile herstellen eigentlich? Ja, dann machen wir das mal ganz kurz. So, den Aufzug müsste ich also zum Laufen bringen. Ich hoffe wirklich, dass Jacob okay ist. Hier leuchtet die ganze Zeit was sehr genau. Hier. Ja, so darf es mit Jacob einfach nicht enden. Nicht so früh. Aber ich glaube nicht. Springst du da bitte hoch, Frau Croft? Nicht? Dann schiebe ich den Wagen, I guess. Ja, ja. Upp. Ah, das funktioniert. Wenn er einmal angeschoben ist, geht's, glaube ich, auch. Okay, dann. Ja, danke. So, dann springen wir hier hoch. Ja. Oh, ein Messer. Könnte nützlich sein. Yeah! Kampfmesser, cool. Das haben wir schon an einigen Stellen gebraucht. Zack. Und dran gemacht. Nice. Wie können wir das benutzen? Mit Y. Okay. Y. Boom. Cool. Okay. Nehmen wir uns diese Blätter nochmal mit hier. Haben wir eigentlich... Ja, wir haben volle Pfeile. Oder nee, wir brauchen... Uns fehlt Pilz. Uns fehlen Pilze, tatsächlich. Okay. Du gibst... Ich muss die Schalltafel versuchen. Ich muss die Schalttafel versuchen. Was ist das denn für eine... Achso, die. Ja, um dann zu merken, ne, das geht gar nicht.
Ah doch, er hat einen Aufzug repariert. Sehr gut. Naja, repariert. Und jetzt? Ja, jetzt gehen wir hier hoch, wo wir schon waren, Lara. Aber cool, dass wir das Kampfmesser jetzt haben. Freut mich. Nice. Jetzt können wir hier die Seile benutzen. Nein? Hä? Ah doch. Ah ne, jetzt können wir durchschneiden. Na klar, wir haben ja das Kampfmesser. Na klar. Zack. Und zack. Naja, ob uns das jetzt großartig viel gebracht hat, weiß ich natürlich nicht. Das sieht auch aus, als wenn wir da hoch können. Aber ich schätze mal, wir müssen dann irgendwas mit dem... Kann ich jetzt einfach hochfahren? Hm? Aufzug ist kaputt, okay. Ja, ich schätze, der ist ziemlich kaputt. Von der anderen Seite sieht man... Was haben wir jetzt großartig erreicht, dadurch, dass der Aufzug jetzt hier unten ist? Haben wir irgendwas erreicht, dadurch, dass der Aufzug jetzt hier unten ist? Ach so, wir können an die Eiswand gehen. Das hab ich schon fast wieder vergessen, dass wir an den Eiswänden langkrabbeln können. Zack. Und für sowas ist das Feature praktisch, sag ich doch. Ja, das ist ein... Ich hätte jetzt noch ewig hier rumgesucht. Hä, was muss er denn machen? Aber dabei ist es einfach nur okay. Ach so, da rechts lang wahrscheinlich, da links. Ja, zack, und da dran springen. Ja, genau. Genau, und dann hier einfach weiter hoch. Wir müssen Jacob finden. Ey, der muss noch am Leben sein. Den müssen wir einfach... Der wurde ja nur verschüttet. Der wurde... Es hat ihn ja keinen Stein direkt getroffen. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Oh, guck mal hier. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Und er hat's nicht geschafft. Warum sollten wir es also schaffen? Na, weil er gegen die Einheimischen gearbeitet hat und wie Trinity jetzt auch. Oh. Pilze. Gut, hier hinter irgendwie. Nee, okay, aber Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? War auch sehr, sehr awesome gemacht hier, ne? Sehr, sehr schön, sehr, sehr stimmungsvoll. Oh, Loot. Sehr stimmungsvoll, Loot. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ja, vielleicht solltet ihr eure Gefangenen nicht immer verprügeln. Oder so. Nur so eine Idee. Aha. Eine Falle. Hüpf. Nö. Das war knapp. Nö, geht. Eigentlich habe ich das schon vorher... Ich würde sagen geahnt, aber na, gewusst, es trifft's eher. Oh, Wandgemälde. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Sieht halt echt aus wie Jesus, aber 100. Jahrhundert passt nicht so ganz. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Gut möglich. Wir haben einen Waffenmod. Oder mehrere, die wir ausrüsten können. Ja, wir haben jetzt auch... Achso, da haben wir ja schon... Schade, ich würde gern weiter. Verstärkter Schaft und Griff mit Schlaufe und so. Können wir noch viel dran feilen. Aber wir haben... neues Upgrade für unser Gewehr bekommen.
Wir können eins machen. Schussfrequenz oder mehr Munition? Machen wir mal Schussfrequenz und mehr Munition. Wie wäre es damit? Sehr cool, sehr cool. Dann sind wir damit auch komplett aktuell jedenfalls. Fertigkeitspunkte hingegen können wir noch neue reinballern. Was haben wir denn hier noch? Schnellere Herstellung. Ja gut, brauchen wir nicht unbedingt. Leichenfallen-Spezialist brauchen wir auch nicht. Hohlspitzgeschosse? Nö, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen overleveled eigentlich. Atemkontrolle, ja, wäre vielleicht ganz praktisch. Plünderer erhöht die Munitionsmenge, die sie an feindlichen Leichen finden. Brauchen wir eigentlich nicht. Tierische Instinkte. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Mhm. Das ist ganz praktisch zum Jagen vielleicht. Verdienen sie Bonus-EP? Ja, das brauchen wir nicht. Verketten. Okay, das vielleicht doch. Hm. Was haben wir hier noch? Tod von oben. Nutzen sie das Messer und Feinde die Sprünge von oben sofort zu erledigen. Ja, Feldsanitäter. Verbinden sie Wunden schneller. Machen wir mal. Guck mal hier. Dritter Rang freigeschaltet. Intuitiv. Ihre Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente, Monolithen und Truhen in der Nähe. Sogar durch solide Mauer hindurch. Ja, aber hallo. Aber hallo. Ja, natürlich. Geil. Ja, jetzt werden die 100% ja noch einfacher, ne? Ich meine, das ist ja geil. Hier, guck mal zum Beispiel, da liegt ein Dokument. Wie geil ist das denn bitte? Aber ich würde sagen, meine Freunde, das Dokument gucken wir uns vielleicht im nächsten Part an, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Part.